Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 71 und wir machen weiter bei, ich muss mal gerade selber gucken, bei der Käfers. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ah ne, doch nicht, wollte gerade sagen, nicht rausgeschmissen, ne, passt. Ein bisschen gerade Frameanbruch, glaube ich. So. Reiten wir mal zu den Käfern. Danach gucken wir uns mal die. Ja. Piraten an. Ach. Heute wieder Wortfindungsstörung hier. Aber wir wollten ja auch Sexy Map schon drum. Nee, wir haben auch keinen Bogen. Aber ein Schwert haben wir. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, unsere andere Tasche zu machen. Nee, Moment, spackt das ein bisschen rum. Warum auch immer. Wer weiß, wer hat. Mysteriös. Aber es funktioniert noch. Warten. Betäubt. Steht nicht wie lange. Zumindest, dass wir 240 haben. Damit wir die größeren Tiere auch kirschen können. Jetzt gleich die komischen Skorpid-Dinger da. Die, nee, nicht Skorpid. Die Käfer hinten. Mal gerade was gucken. Nur Fehlermeldung anzeigen. Okay, jetzt haben wir ein Spiel. Normalerweise zeigt er mir nämlich nie an. Ich hätte das nämlich ausgemacht, weil ich das nicht so unbedingt mag. Aber jetzt habt ihr auch gesehen, wie man es ausmachen kann. Wenn es euch auch stört. Zwei 35 immer noch betäubt, der Arme. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber der kriegt nichts mit. Der Feuerrock. Sehr lustig. Ja. Wenn ich jetzt los lasse, schießt er, oder? Nein, doch nicht. Können jetzt mal wieder hier Flächen reinpfeifen. Jetzt ist er schon gelb. Wunderbar. Unser Aslan, der will gerade nicht. Er schläft noch. Aber jetzt haben wir auch wieder einen Bogen. Ich glaube, jetzt läuft es wieder. Ich weiß, was er gerade hatte. Aber hier der Server, muss ich sagen, ist ein gut besuchter Server, also Daumen hoch, ehrlich. Es ist nicht oft. Ich hatte mir nämlich schon ein paar andere Privatserver angeguckt und viele, viele, wirklich viele
ich sagen, sind tot. Egal, als ob jetzt hier Burning Crusade ist, Lich King, Kata. Da gibt es dann zwar meistens, wenn die etwas neuer sind, dann geht es, aber sobald die etwas in die Jahre kommen, sind die wirklich tot, die Server. Hier ist jetzt, der ist schon etwas älter, der Server, aber der ist immer noch gut besucht. Vielleicht aber auch, habe ich mir überlegt, weil man hier wirklich nicht so viel geschenkt bekommt. Man hat zwar das doppelte Level, also die doppelte EP, aber ein Charaktertransfer hat man. Sprich, wenn man irgendwo einen anderen Charakter hochgelevelt hat, kann man sagen, hier guck mal, ich habe schon einen Charakter, der ist 70, 80, 90, 100. Ich möchte das nicht mehr ganz so viel leveln, mal höher stufen. Dann wird er auf 65 gesetzt, man kriegt ein paar Taschen, etwas Gold, damit man die Skills bezahlen kann, einen Beruf hochgesetzt auf 300. Und ja, bis von 65 bis 70 muss man dann halt wieder weiter leveln. Aber viel mehr kriegt man nicht. Und ich habe andere Server gesehen, da kriegst du halt am Anfang alles, was du direkt auf 70 gesetzt kriegst, kriegst teilweise schon episches Gear und ja, vielleicht gefällt den Leuten das nicht, auch wenn sie immer meckern, dass sie gerne alles haben wollen. Wenn sie dann alles haben, ist langweilig oder so. Und was oft ist, es gibt nicht viele deutsche Privatserver, habe ich das Gefühl. Oder ich habe nicht richtig gesucht, das kann ich nicht sagen. Weil wenn ich mir so die Listen da auf den Privatservern angucke, diese, wo man auch voten und so kann. Oh. Schön. Wo man so voten kann, da gibt es meistens englische Server oder russische Server, habe ich gesehen, da die russischen Server gibt es auch, dann VOD-Server, sogar mit dem aktuellen Patch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber gut, es gibt sie. Aber wer will als Deutscher, sage ich mal, jetzt, oder als deutschsprachiger oder englischsprachiger auf einem russischen Server spielen, wo die meisten Sachen dann kurlig sind. Man kann zwar den deutschen Client benutzen, aber die Sachen werden meistens entweder auf Russisch angezeigt oder halt auf Englisch. Und jetzt ein Bekannter von mir, der kann zwar Englisch ein bisschen, aber er sagt, so will er das dann doch nicht. Und hier ist recht wenig verbuggt. Das ist schon mal eine Quest, die nicht funktioniert, oder ein Tier, das durch die Welt fällt, aber mein Gott. Schlimmeres. Und wenn ich mir andere Server angucke, da ist da oft, ja, schon am Anfang, wo dann ganze Questreihen nicht funktionieren, wo die Gegner nicht da sind auf einmal, oder die auf einmal verschwinden. Ach, ich habe schon einiges erlebt. Aber genau, bis jetzt ist hier Bombe. Wenn wir so weitermachen, haben wir die Wüste ausgedünnt. So weiter auch, dann können wir uns bald das Wilde Herz holen. Oh, wir können uns das Wilde Herz als nächsten Punkt holen. Sehr gut. Das holen wir uns natürlich zuerst. Und das nehme ich schon mal. Dann sind wir Level 50. Ach, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ist ja meistens so bei Sachen, die Spaß machen. Der ist noch 48, ne? Ja. Nee, da will ich nicht hin. Ja, der hat ein Kästchen weniger als wir.
Seltsam, seltsam. Oder der muss nochmal leveln. Ja, aber dann wird er ja nur die Hälfte. Das macht auch keinen Sinn. Dann weiß es nicht. Puh. Acht Fische und zwei Tiere. Dann kommen wir nämlich dahin. Ohne uns Gedanken zu machen, dass wir die da nicht kürschen können. Aber jetzt läuft wieder 1A. Ja, weiß, was er am Anfang hatte. Und Stabilität, muss ich sagen, gibt eigentlich. Meistens läuft der Server, habe ich mittlerweile so festgestellt, ungefähr 4 Tage. Dann hat man kurz ein Server-Reset, ungefähr 10 bis 5 Minuten oder 5 bis 10 Minuten. Und danach kann man weiterspielen. Ohne Probleme, also. Kenne ich anderes von Blizzard unter anderem. Und ich hatte einen Privatserver, da habe ich mich mal angemeldet, um zu gucken, wie das da so ist. Weil ich bin momentan am gucken, auch wegen VOTLK-Servern, je nachdem wie es weitergeht. Da hatte ich den Server angemeldet, wollte dann auf den Server drauf, nix. Nicht, kann man nicht drauf. Server offline. Gewartet, geguckt, gewartet. Irgendwann stand dann online, draufgegangen, keiner da. Ich war wirklich bestimmt so eine halbe Stunde, Stunde zum Testen drauf, aber keiner. Hier müssten wir, glaube ich, komischen Dinger sammeln. Ich bin 18,50. Gut. Mir soll es recht sein. Kriegen wir für die mal gucken. ...65 Stück. Ach, die kann man ja gar nicht kirschen. Ich dachte, kann man auch kirschen. Okay. Konnte man? Kann man die mittlerweile kirschen? Ich weiß es nicht. Ich meine schon. Aber gefühlsmäßig würde ich sagen, das geht, weil die sind ja beschuppt. Chitinpanzer und so Gedöns hat man ja eigentlich da. Okay, hier wird lustigerweise nichts angezeigt. Aber wir sollen hier den Unterschlupf, oder? Warte noch. So, erkundet den giftigen Unterschlupf. Chitinpanzer, ja. Ups. Dann machen wir quasi 2 Quests mit einem Streich. Schön! Das gefällt mir. Wie gesagt, hier alleine ist schon krass. Aber das war's immer. Mein Schamane, der hatte eine Dauerkarte beim Geisteller. Und damals, als ich hier angefangen hatte, mit dem Krieger, habe ich glaube schon mal erzählt, der hatte auch eine Dauerkarte. Das war. Ab und zu ging es, dann hat es Unterstützung von irgendwem, der ja auch gequestet hat. Aber teilweise, man ist ja gar nicht aus dem Sterben rausgekommen. Wo ist er? Da. Da ist nämlich die doofen Dinger auch noch da. Aha.
Glückwunsch, mein Großer. Einiges aus. Der hat da, oh, der hat mehr Leben als sehr lustig. Ob das so richtig ist? Aber gut, ne? Nein. Gibt Schlimmeres als sowas. Das Nest ist sogar in mehreren Ebenen aufgefüllt. Ein Monsternest. Ich wollte gerade Mana-Schilder machen. Aber das war nicht richtig. Falscher Charakter und so. Mannermäßiges. 80 Mana. Ja, ist klar. Auf die kleinen Jäger dafür können. Was ist denn jetzt noch da? Oh Mann, wo kommt das denn her? Oh, ja, jetzt geht's aber rund hier. Es geht aber rund hier, 62. Nö, 80, 80. Das war knapp. Bin ich vergiftet gewesen oder so. Das war echt hart gerade. Puh. Das war schon episch, der Kampf. Oh, was habe ich denn da gefunden? Zehn Wille? Ist ja auch spannend. Schwerten, zehn Wille? Was da? Das, also ich würde sagen, das ist mal ein wirklich nutzloses Item. Ich müsste auch langsam mal zum Lehrer. Der Arme ist unzufrieden. Ich war auch so unzufrieden, wenn mir so viele Dinger auf der Nase tanzen. Das sieht auch sehr interessant aus, ne? Das so richtig ist. Gerade irgendwie nicht vorstellen. Es backt da so rum. Dann kann ich nämlich auch die Hallen weiter skillen müssen. Weil ich glaube, Essen macht wirklich nur Zufriedenheit. Vielleicht ganz, ganz wenig Leben zurück. Also, sonst wird er ja ganz schnell wieder mit vollem Leben da. So. Na ja, gut, sei es drum.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt gespannt, wie es weitergeht. Lasst auch ein Abo da. Alles klar, wir sehen uns. Auf Wiedersehen.